herzlich willkommen zu meinem Primark-Haul. Und zwar war ich in Hannover im Primark, erste Mal, sonst war ich in Essen und auch schon mal in Gelsenkirchen, glaube ich, oder wie das heißt. Und ja, jetzt wollte ich euch einfach mal berichten, wie es war. Also der Primark hat mir an sich sehr gut gefallen. Primark ist ja immer so ein bisschen Kuddelmuddel und so, aber war ein schöner Besuch. Wir waren bei Verwandten und hatten ein richtig schönes Wochenende. Und naja, jetzt wollte ich euch eben berichten, was ich so geshoppt habe. Ja, und zwar habe ich zweimal Hausschuhe geholt. Einmal die schönen hier mit dem Leopardenmuster und einmal die süßen hier mit den Herzchen. Und beide haben jeweils 3 Euro gekostet. Ah, Moment. So. Schwupps. Ah, so seht ihr ja sehr viel, ne? Entschuldigung. So, 3 Euro. Dann habe ich gekauft einmal diese Haarspangen hier. 40er Pack, 1,50 Euro. Die kann jede Frau immer gebrauchen. Kennt ihr bestimmt selber. Dann habe ich gekauft diese tolle Kette. Ich liebe sie. Das ist so total, ich finde sie total schön aus. Und die hat gekostet 4 Euro. Und ich finde, das ist echt eigentlich ein Schnäppchen, ne? Dann habe ich gekauft, dann habe ich dieses Jeanshemd gekauft. Ich finde, das ist auch total schön. Das sieht auch total schön aus, wenn man das mit Gold kombiniert. Und das hat gekostet 13 Euro. Genau. Dann habe ich gekauft diese 2 Tops hier. Einmal in Weiß für 2,50 Euro, glaube ich. Ja. Achso, wenn ihr hier was im Hintergrund hört, das ist der Kleine auf seinem Rainforest-Teppich, damit ich hier eben schnell das Video drehen kann. Dann habe ich gekauft, ach ja, genau. Diesen Schal, den wollte ich eigentlich eben anziehen, aber leider ist das Blumenmuster hier unten, wo man ihn zumachen kann, und ich wollte da so einen Schlauchschal draus machen, indem ich hier einen Knoten reinmache, aber das geht nicht so gut, aber ich finde das trotzdem richtig, richtig schön und der gefällt mir richtig gut. Der hat 3 Euro gekostet, oder 4. 4, glaube ich. Oder, ja, kann auch sein 4, weil das liegt hier. 4 wahrscheinlich. Ja. Dann habe ich gekauft diese 2 Paar, 7 Paar Socken. Ja, die kosten jeweils immer 3 Euro und ich finde die so praktisch. Ich kaufe mir die jedes Mal, wenn ich da bin, und dann schmeiße ich die anderen einfach weg. Dann habe ich gekauft, für Lulan habe ich natürlich auch was gekauft. Übrigens heißt der Luan, aber ich nenne ihn ganz oft Lulan. Ich weiß nicht, so ein Spitzname. So, dann habe ich gekauft ein Kleid. Und zwar dieses Kleid hier. Und es ist halt hinten länger als vorne. Und das hat gekostet 9 Euro. Ich glaube, das war runtergesetzt auf 3 Euro. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, aber ich glaube, weil das hing da in diesem reduziert Stand. Und das Problem ist auch, da steht jetzt nicht drauf, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist. Naja. So, dann habe ich noch das hier gekauft. Das ist so ein ganz normales, etwas längeres Sweatshirt. Stretch, und das hat gekostet 4 Euro. Ich muss das immer so nah machen, ne? Sonst ist hier überhaupt nichts. Dann habe ich gekauft diese schöne Bluse hier. Die gefällt mir auch ganz gut wegen dieser Schleife. Voll süß, und die hat nur 5 Euro gekostet von 9 Euro und ist so ein ganz toller Stoff. So, dann habe ich noch gekauft, da sitze ich jetzt gerade drauf, diese Hose hier, und die ist auch Stretch, die ist auch, sieht auch total toll, also hat einen total tollen Stoff, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein Jeans-Stretch-Stoff, und der gefällt mir richtig gut. Das Problem ist, ich habe die in 10 gekauft, muss ich jetzt noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Also die passt mir noch nicht so ganz. Die hat gekostet 15 Euro. Aber die ist richtig, richtig schön. Also die ist halt hauteng im Moment. Ich kann sie zumachen, aber es sieht dann noch ein bisschen aus wie eine Presswurst. Also muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. So, dann habe ich noch gekauft. Dann habe ich noch gekauft dieses Oberteil hier. Und das kann man halt unten so zusammenbinden. Und das hat gekostet 3 Euro von 8 Euro. Finde ich süß mit den Papageien und so. Und der Kleine, der hat gerade dieses Knisterblatt entdeckt. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Das ist ja süß.
Und er hat schon wieder seine Socke ausgezogen und spielt gerade mit seinem Oball. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Oball? Das ist so ein tolles Teil. Also guckt euch das mal bei Amazon unbedingt an. Oball heißt das. Ist super für kleine Kinder, wirklich. Die können da so früh schon so richtig schön reingreifen. Und er ist auch richtig scharf darauf, den ständig anzufassen. So, 2,50 €. Auch dieses Top hier. Und was habe ich noch gekauft? Achso, genau. Moment. So, jetzt habe ich noch was für Lulan oder Luan oder wie ihr möchtet. Kauft und zwar einmal diese super, super süßen Sachen hier. Guck mal. Ich mache das mal gerade auf. Ich wollte es eh gleich waschen. Und zwar zwei so eine süßen Mützen. Guck mal, wie kleine Öhrchen. So süß. Ich freue mich schon richtig, wenn er das anhat. Weil ich liebe das, wenn Kinder so irgendwie auf den Kopf irgendwas so mit Öhrchen. So, es sieht total süß aus. Einmal in Blau. Total süß. Und dann so kleine Handtüchchen. Und dann die gleichen Handtüchchen auch nochmal zu dem anderen. Und das hat gekostet 3,50 €. Das ist ja echt ein Schnäppchen, oder? Also, das ist echt total toll. Dann habe ich noch gekauft diese zwei Hosen hier. Natürlich mit Tasche, ne? Ganz cool. Und zwar einmal diese hier. Und einmal mit gestreift blau-weiß. Und die haben zusammen gekostet 5 €. Und das ist auch total günstig. Und ich finde, die Qualität ist auch richtig gut. Also es ist ein richtig toller, dicker Stoff. So, und dann habe ich noch gekauft Schlafanzüge, 3 Stück. Und zwar haben die gekostet 10 €. Ja. Und die zeige ich euch jetzt auch mal. Einmal so einer, ganz normal nur gestreift. So ein kleiner Matrose dann, ne? Einmal mit so kleinen Elefantchen drauf. Auch total süß und kleinen Giraffen. Und noch ein ganz normaler blauer. Nur ich hatte hier so eine kleine Giraffe und ein kleines Vögelchen. Ja, das war's auch schon. Mein Freund hat auch noch Sachen gekauft, die zeige ich jetzt einfach auch noch in die Kamera. Wen es interessiert, kann dranbleiben. Wenn nicht, schaltet einfach weg, weil die Preise habe ich leider auch nicht mehr. Der hat gekauft einmal diesen Gürtel hier. Finde ich sehr interessant. Mit Leder und so eine Schnur halt. Da hat er sich eine Hose gekauft. Sieht so aus. Halt eine Hose, ne? Eine Männerhose, ziemlich langweilig. Da war aber noch so ein Gürtel dran, den finde ich aber überhaupt nicht schön. Aber den Pullover fand ich ganz gut. Der, ich glaube, 10. War das nicht so grün, kaki grün mit einer Kapuze. So ein Hoodie. Echt schön. Und dann hat er sich noch so ein T-Shirt geholt. Mit so einer Zunge drauf, ne? Und dann hat er sich noch einen Cardigan gekauft. Finde ich auch ganz schön. Einfach drauf. Und jetzt kommt das Beste. Natürlich. Ich finde das T-Shirt so cool. Vor allem mit diesem Neon. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Guck mal da. Müsste man aber sehen, ne? So ein Neon-Aufdruck. Ja, das war's auch schon. Das war unser Primacol. Wir haben bezahlt 195 €. Aber ich finde, wenn man überlegt, wir haben für 3 Leute Sachen gekauft. Und ja, wenn man überlegt, wegen 100 €, bei manchen Geschäften kriegst du nicht mal 3 Teile dafür. Und ich glaube, wir haben jetzt, können wir mal in die Rechnung gucken, wie viele Teile wir haben. Wir haben noch ein bisschen Unterwäsche, so das habe ich euch nicht gezeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 20. 33 Teile. Und wenn man mal überlegt, dass wahrscheinlich bei 33 Teilen, da sind ja nochmal, dann schrumpft es zum Beispiel der 7er Pack oder so noch mehr Teile. Und dann der Preis ist der Hammer. Also da kommt man auf den Durchschnitt von weniger als 3 € oder so. Also ist schon der Hammer. Und wenn man sieht, dann hat man wirklich auch immer nur so fast alles Euro-Beträge und dann ab und zu mal so einen 10 € oder 20 € Betrag. Hier das teuerste Teil hat 20 € gekostet und war... Ach so, seine Schuhe. Ja, er hat so eine Boots gekauft. Die kann ich euch mal bei Instagram posten. Mache ich euch ein Bild. Weil ihr wisst ja, ich kann hier nichts schneiden. Und ja, wenn ihr die Sachen dann
angezogen mal sehen möchte, dann könnt ihr mir das einfach mal in die Kommentarbox schreiben. Dann kann ich euch das immer bei Instagram einfach mal posten. So, der kleine Mann spielt immer noch mit seinem Oberen und ich werde das dann mal hier alles aufräumen und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und ja, geht mal zu Primark. Tschüssi!